uns von früh bis spät und trotzdem bleibt nicht viel. Der König schlemmt, der Bauer darbt, es ist das alte Spiel. Und niemand zollt uns den Respekt, der angebracht wohl wär. Denn würden wir nicht ackern, blieben eure Teller leer. An unseren Händen klebt nur Dreck, an euren Blut so rot. Denn wir erschaffen Leben und je nur Krieg und Tod. Und ständig sagt ihr Hunde uns, es wär Gottes Geschick. Und drückt uns eure Stiefel immer fester ins Genick. Aber all die hohen Herren halten uns offenbar für dumm. Kriegen nie den Rücken gerade oder einen Finger krumm. Sie füllen sich nur die Taschen und wenn niemand hören wollte, kommt nun, was kommen musste. Die Revolte, meine Revolte. Das Land, auf dem wir unser Tagwerk tun, hat niemals euch gehört. Nicht wie die alte Kirche und ihre Pfaffen es gelehrt. Denn unterm blauen Himmel sind doch alle Menschen gleich. Warum werden wir dann immer ärmer und je nur fett und reich? Damit ist es nun vorbei, wir streifen ab das Joch und üben fortan Widerstand, denn sterben werden wir doch. So viele stehen gegen euch, die Herzen, die sind rein. Ein Bauernschuh und Schnüren soll unsere Fahne sein. Aber all die hohen Herren halten uns immer noch für dumm, kriegen selber nie den Rücken gerade oder machen einen Finger krumm. Nein, sie füllen sich nur die Taschen. Und wenn niemand hören wollte, kommt, was kommen musste. Die Revolte, eine Revolte. Klagt nicht, wenn ihr nun erkennt, ein Aufruhr geht durchs Land. Die Schuld daran tragt ihr allein, ihr habt es in der Hand. Aber ihr schickt eure Söldner und müsst sie reich entlohnen, damit sie uns zerreißen und niemanden verschonen. Aber herrscht am Ende doch noch Gerechtigkeit auf Erden, so wollen wir, wie es uns zusteht, unsere eigenen Herren werden. Ja, dereins wird man sagen, eure Stunde schlägt. Der Bauer hat den König nur vom Feld gefegt. Und all die hohen Herren, sie blieben plötzlich stumm. In die Gier und auch ihr Hochmut machten sie am Ende dumm. Niemand war mehr da, der ihre Taschen füllte, weil keiner überleben sollte. Und so endete fürs Erste die Revolte, die Revolte. Ich glaube, es ist nun höchste Zeit, dass wir einmal jenen danken, bei denen wir schon seit geraumer Zeit in großer Schuld stehen. Jenen, welche ihren Auftrag noch nicht abdankten, obgleich kein Zuspruch sie erreicht, sie jeden Morgen wieder aufstehen. Sie sind die wahren Diener unserer geschundenen Erde,
Und wenn schon jemand Land besitzen sollte, dann nur sie. So mancher noch von ihnen versteht die Sprache unserer Erde. Und es gäbe wohl in fast jedem Haus keine Nahrung ohne sie. Wie konnte das geschehen, dass wir das nicht mehr sehen? Wie kommt es, dass so viele Bauern ihrem Beruf den Rücken drehen? Ich glaube, es ist nun höchste Zeit, dass wir einmal genau hinsehen, was hinter den Kulissen der Agrarkonzerne für Menschen stehen. Ob ihr Interesse dem Gemeinwohl oder nur dem Mammon dient, und ob ihr Vorgehen nicht in Wirklichkeit der schleichenden Versklavung dient. Sie schleichen sich leise an, holen Auskünfte ein, bringen in Erfahrung, wo noch freies Saatgut ist. Das Ziel, sagen sie, soll eine neue Marktwirtschaft sein. Seid gewarnt, es ist nur eine List. Sie wollen den Markt beherrschen, dem Saatgut entreißen, den innersten Kern. Ein Keim und fähiges Saatkorn wird für sie die Monopolstellung sein. Sie schaffen Schritt für Schritt Gesetze, das Ziel ist das Saatgut, Nachbarverbot. Am Ende kauft ein jeder Bauer bei ihnen Saat und Spritzmittel in seiner Not. Doppelter Verdienst, alles in einer Hand. Totale Kontrolle, habt ihr das noch nicht erkannt? Ich glaube, wenn nicht Bauern und Verbraucher zusammen gegen die Giganten in die Schlacht nun ziehen, dann werden wir vor unseren eigenen Augen eine Diktatur entstehen sehen. Dann wird es kein Zurück mehr geben, wenn die Gegensache erstmal auf den Feldern ist. Die Sortenvielfalt verdrängt und alles in den Klauen der Konzerne ist. Dann werden wir uns sehnen nach der Zeit, wo die Bauern noch in Freiheit waren, wo die Nachfrage das Angebot bestimmt hat und die Käufer noch den Wert darin sahen. Wenn Weltmarkt und Lebensmittelpreise drückt und sie an der Börse spekuliert, der reale Arbeitswert dem Eis sich niederschlägt, nicht durch Steuern subventioniert. Aus Amerika geschmuggelt wird und weil die Europäer das nicht wollen, drücken sie den Scheiß nur den Afros rein und müssen es nicht mal verzollen. Ist uns und das ist uns und das egal, wir haben doch die Wahl. Mit jedem Einkauf entscheiden wir, Kopf oder Zahl. Unsere Nahrung, unser Land, könnt ihr das noch spüren? Wer gegen die Globalisierung ist, hat doch nicht gleich patriotische Allüren. Es ist nur diese eine Erde in unseren Schutz gestellt. Und täglich wird durch jedes einzelne Menschenhandeln ihr Richtspruch neu gefällt. Komm, gehen wir wieder auf die Bauernhöfe, kaufen echtes Ökofutter ein. Passen Sie gut auf, denn mit dem Namen Bio wäscht die grüne Gentechiere Weste rein. Fragen an die regionalen Bauern fordern, Gentech frei und lasst sie nicht allein. Dann wird das die friedlichste Revolution aller Zeiten sein. Da, du, du, da, 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 da. Thank you.
Momente, in denen man nur Anstand und Menschlichkeit wahrt, wenn man sich gegen einen Befehl, gegen den Druck von Vorgesetzten oder auch den Druck der Masse auflehnt und gegenhält. Es gibt Momente, in denen Einzelne die moralische Pflicht haben, zu widersprechen und sich zu widersetzen. Das erkennt auch unsere Verfassung an. Im Artikel 20 unseres Grundgesetzes ist das Recht auch zum Widerstand festgeschrieben. Und zwar, ich zitiere, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Das, liebe Freunde, waren Worte, die Frau Dr. Merkel gesprochen hat. Aber in was für einer Ordnung haben wir eigentlich, in was für einer Ordnung sind wir eigentlich aufgewacht? In einer Welt, die von Gier, Macht und Geld geprägt ist. Heute haben Tausende in unserem Land denen da oben gezeigt, wer die Macht hat. Nämlich das Volk, wenn es sich einig ist und sich erhebt. 1 Milliarde Euro sollen unsere Bauern einsparen, damit genug Geld da ist für Renten, Waffen und Beamtengehälter in der Ukraine? Oder die 4 Milliarden, die voriges Jahr an die Bill und Melinda Gates Stiftung gezahlt wurden? Ich bin stolz auf die Menschen, die heute Gesicht gezeigt haben, weil es um ihre Existenz geht. Mich hat vor ein paar Tagen jemand gefragt, wo ist denn die AfD? Wir sind hier, war meine Antwort. Unter euch und für euch in den Parlamenten. Wir sind hier, um diese wir sind nicht hier, um diese Demonstration zu übernehmen. Wir sind hier, um euch zu zeigen, dass wir hinter euch stehen. Wir sind Patrioten und wir werden deswegen in die rechte Ecke gestellt. Und das nur, weil wir an Deutschland glauben und denen da oben immer wieder sagen, dass sie einen Eid geschworen haben, der wahrscheinlich ein Meineid war. Ich wurde in diesem Moment zum Patrioten, als man mir verbieten wollte, einer zu sein. Für das Jahr 2024 wünsche ich mir, dass die Wahlen zum Albtraum der Marionetten werden, deren größte Angst es ist, dass die Strücke reißen. Euch allen wünsche ich im Namen der Regionalgruppe Zittau ein gesundes, erfolgreiches und friedliches neues Jahr. Wisst ihr eigentlich, dass wir heute den ersten Rekord aufgestellt haben, obwohl das Jahr erst gerade angefangen hat? Unser Markus hat gezählt, wir sind 700 Teilnehmer ohne den am Ring. Ich hoffe, dass wir diesen Rekord noch einmal ein paar Mal purzeln lassen dieses Jahr. Also von mir aus noch einmal herzliche Neujahrsgrüße, alles Gute, bleibt geschlossen, bleibt standhaft, haltet durch und, was ich auch gerne immer wieder sage, bleibt bodenständig, liebt euer deutsches Vaterland und unsere Heimat. Und aus diesem Grunde singen wir jetzt wie immer unser Oberlausitzlied wegen Uri eine Strophe heute. Berge grünen Kranz, wo aus Kranz
ich dumm bist du mir, wär's doch noch so schön im fremden Land, stets gehört mein Herz nur dir. Überall sind geliebte Heimatland, Glück und Reichtum bist du mir, wär's doch noch so schön im fremden Land, stets gehört mein Herz nur dir. Der Biontech-Blitzer ist abgeklebt worden. Aber wie kommst du denn da auf Biontech-Blitzer? Naja, das ist doch der sollte Unfälle vermeiden, hat aber mehr Unfälle geschaffen als vermieden. Das ist doch eigene. Gut, du bist jetzt fertig? Ja, jetzt geht's los mit unserem richtigen Text hier. Herr ja, Vorweigene, heißer Montag, heute ist arschkalt. Der kälteste, heiße Januartag seit 125.000 Jahren. Moment mal hier. Die Reichsbauern, Querpflüger und Traktorterroristen haben das Land lahmgelegt. Und den Habeck, den haben sie am Donnerstag nicht vor der Fähre gelassen. Die Staatsmedien, die haben ja versucht, einen Reichstagssturm im Wasserglas draus zu machen. Ja, Angriff auf Habeck, versucht die Fähre zu stürmen. Obwohl die Videos bewiesen haben, dass alles gewaltlos war. Und die Fähre, die sie stürmen wollten, hatte schon abgelegt. Ja, die hätten als Wasser springen müssen und hinterher schwimmen. Na, den Rechtsradikalen ist alles zuzutrauen. Das ZDF hat dann auch gleich noch einen Politikwissenschaftler und Protestforscher befragt. Wie hieß er gleich nochmal? Dr. Saldivia Gonzazi. Klingt wie Pizza. Naja, so richtig deutsch klingt das, ne? War vielleicht ein Bayer, hä? Also der hat gesagt, man kennt eigentlich Gewaltbereitschaft bei Bauernprotesten nicht unbedingt, aber seit Anfang der Pandemie herrscht ein Klima in Deutschland, was dazu geführt hat, dass es weniger politisches Vertrauen in die Bundesregierung und in den Bundestag gibt. Ach, gucke an, das große Geschrei um die Demokratie ist in Gefahr und so weiter. Seit wann? Gleich nochmal. Seit Anfang der Pandemie. Ah, gucke an. Und wer hat die Pandemie angefangen? Wer hat die Maßnahmen eingeleitet, das Volk eingesperrt, gespalten? Wer hat gesagt, das darf nie hinterfragt werden? Wer hat denn gepredigt, es wird nie mehr so sein, wie früher es herrscht, die neue Normalität? Na, die Regierenden, ne? Haben über 4 Jahre Druck im Kessel aufgebaut und nur wundern sie sich, wenn ihnen das Ding um die Ohren fliegt. Ja, da habt ihr eure neue Normalität, aber diesmal geht's vom Volke aus. Habt ihr euch selber eingebrockt. Achso, der Horst muss ich jetzt erstmal öffentlich entschuldigen. Der hat bei der letzten Sendung, hat der ZDF Heute Journal eine Aussage einfach gekürzt und einen Sinn entstellt. So, los, Horst, Grieche zu Kreuze, sag mal, was du hast zitieren lassen. Naja, also, die haben gesagt, der Ausstoß von Treibhausgasen in Deutschland ist 2023 auf den niedrigsten Stand seit 70 Jahren. Ja, und was hast du weggelassen? Keine Ahnung. Den Grund dafür. Grund sei weniger Kohlestrom und etwas, was man sich eher nicht wünscht. Die Wirtschaftsflaute. Aber wir sind auf einem guten Weg. Ja, ach so, ja, aufgrund der Wirtschaftsflaute hat Deutschland ein Treibhausniveau von 1950. Genau. Und wir sind auf einem guten Weg. Ja, das wurde so gesagt. Da muss vielleicht die Wirtschaft auch auf das Niveau von 1950 gefahren werden. Da liegt der Hund begraben. Nein, Horst, das darf man so nicht mehr sagen. Das ist Speziesismus. Was für Sismus? Speziesismus, das stand auch in der Sächsischen Zeitung. Der begrabene Hund
ist in so gut wie jeder Hinsicht mit Rassismus und Sexismus vergleichbar. Nur sind die Opfer der Diskriminierung halt Tiere statt Menschen, sagt der Ökolinguist Reinhard Heuberger von der Universität Innsbruck. Da wird ja der Hund einer Pfanne verrückt. Aufhören! Du verletzt die Gefühle des Hundes. Horch mal, das ist eine althergebrachte Redewendung. Ja, das hört jetzt auf, das kann diskriminierend sein. Dazu gehört auch, und du schreibst euch hinter die Ohren, Hühnchen rupfen, zwei Fliegen mit einer Klappe schleuen. Das findet jedenfalls die Tierschutzorganisation PETA. Ja, das sei diskriminierend gegenüber Tieren. Und sie schlägt auch Alternativen vor. Statt ein Hühnchen mit jemand rupfen, Weinblätter rollen. Statt Fliegen schlagen, besser zwei Erbsen auf eine Gabel laden. Meine Fresse, da darf man am Ende auch nicht mehr Bärbocken sagen. Ja, um die Gefühle von Bären und Böcken nicht zu verletzen. Ja, die Organisation hat vor 2 Jahren Alternativen für 10 Redewendungen entwickelt. Statt die Katze aus dem Sack lassen, soll man sagen, die vegane Kalzone aufschneiden. Ja, Zitat, Sächsische Zeitung, stand's drinne. Und das arme Katzenvieh muss im Sacke bleiben, hä? Das seien wir ja schöne Tierschützer. So eine Afferei. Nee, affig soll man auch nicht sagen. Auch nicht Hundeelend, Rumkrebsen, Rabeneltern, dumme Ganseselei. Das sind Tiervergleiche, die für negative Charakterisierung der Menschen genutzt waren. Ach, und wenn es irgendwo eine riesengroße Sauerei gibt? Vergiss es, die Gefühle der Sau sollst du nicht verletzen. Na, warte mal, da fällt mir was ein. Dann ist es eine riesengroße Scholzerei. Bei Sicken Quark, da wird mir wirklich Habecks Elend, wird mir da. Da gucke ich wie ein Grüner ins Uhrwerk. Ja, wie man so schön sagt, der Lindner lässt das Mausen nicht. Der Ampel im Porzellanladen. Oder Perlen vor der SPD schmeißen. Ist die CDU aus dem Haus, tanzen die Grünen auf dem Tisch rum. Und rennen wie vor der Tarantel gestochen. Halt, stopp! Keine Spinnendiskriminierung. Rennen wie von Lauterbach gestochen. Ja, jetzt die Schnauze voll. Du weißt was, ich hab einen Rekordenhunger. Du Scholz im Schafspelz. Nee, Schafspelz ist Otabu. Wenn dann ein Scholz in Gummistiefeln. In diesem Sinne, tut mir den Habeck mit zum Gärtner machen. Das beleidigte Böcke. Macht's gut. Tschüssi.